Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 4. In der letzten Folge haben wir das Schiff hier erreicht. In dieser Folge schauen wir mal, was es hier noch alles zu erledigen gibt. Und ob das Schiff irgendwann wieder wegfliegt. Das wäre doch witzig, oder? Auf jeden Fall muss ich jetzt den Scheiß sammeln. Und ich habe natürlich wieder den falschen Weg genommen. Es kann nicht sein, das erste Item, was ich einsammle. Und ich kann nichts mehr tragen. Hey, bereit. Mal sehen, was du gefunden hast. Ja, mal sehen, was ich gefunden habe. Gleisgewehr. Nice. Diese Plünderer stehen unter unserem Schutz. Das habe ich den einfach genommen. Auf dem Schiff sind, haben wir ausgesorgt. Nicht schießen! Diese Arschlöcher haben das Schiff nicht auf unseren Befehl hin angegriffen. Sie wollten dich sowieso nicht töten. Sie waren nur hinter den Scheißrobotern her. Was haben die gegen die Scheißroboter? Komme ich da wieder hoch? Hallo? Ja, nice. Das ist ein Luxus. Sprich mit dem Navigator. Mr. Navigator? Ahoi, Soldat! Chip zurückgehalten. Belohnung erteilt. Diagnose zeigt bestehenden Fehler an. Lenkradarsender nicht funktionstüchtig. Ersatz erforderlich. Sender? Was stimmt mit dem Sender nicht? Diagnose ergebnislos. Kein funktionstüchtiger Mr. Handy für genaue Analyse verfügbar. Empfange Poseidon-Radarsender an angegebenen Koordinaten. Weitere Belohnung wird nach Abschluss erteilt, Sir. Okay. Das ist das Radar des Lenksystems, das vom Schiff der Küstenwache stammt. Praktisch alle Komponenten wurden repariert oder ausgetauscht. Lediglich der Poseidon-Radarsender ist noch beschädigt. Es handelt sich um ein seltenes Stück, das nur in Poseidon-Anlagen verwendet wird. Ein extrem fähiger Ingenieur könnte den Sender möglicherweise auch reparieren. Also ich, Intelligenz plus 9, jawohl. Du löst im kaputten Radarsender Platinen zusammen und verbindest Drähte. Nach ein paar Augenblicken flackert einige LEDs auf und das Radarsystem meldet volle Einsatzfähigkeit. Passt! Mr. Navigator? Ahoi, Soldat! Lenksystem voll funktionstüchtig. Belohnung erteilt. Es ist notwendig, mit dem Captain ins Gespräch zu kommen, Sir. Okay. Captain Ironsides. Sie waren unserem edlen Schiff von großem Dienst. Ich freue mich, dass Sie den Lenkchip ohne Blutvergießen zurückholen konnten. Obwohl die Plünderer uns große Verluste beigebracht haben, muss unser Ziel edler sein als Rache. Plünderer verschonen? Warum sollte ich die Plünderer schonen? Ich gebe zu, sie sind eine Schande. Diese Schurken haben viele meiner Marines getötet. Wir sind nur noch eine Rumpftruppe, dank dieses Abschaums. Aber sie sind Bürger des Commonwealth. Wir haben geschworen, sie vor feindlichen Eindringlingen zu schützen. Die Ironie lässt sich nicht von der Hand weisen. Ich sollte ihre Bemühungen wohl mit einer letzten Aufgabe belohnen. Wir sind eine Haaresbreite davon entfernt, zu unserer heiligen Mission aufzubrechen. Was ist los? Kannst du mir jetzt sagen, was los ist? Erfüllen Sie Ihre Aufgabe, dann erzähle ich von unserer Mission. Bis dahin, Schweigen. Wachsamkeit. Das Schiff benötigt Turbopumpenkugellager von einer Fabrik in der Nähe. Das ist zweifellos eine gefährliche Mission. Aber ich vertraue darauf, dass Sie es schaffen werden. Was? Ich habe seinen Schlüssel bekommen, da bin ich schweigen gebrochen.
Da war ich schon. Jetzt soll ich die Dinger holen oder was? Aber das hat mir ja reingezeigt. Egal, schauen wir mal. Wo ist das? Irgendwo hier ist es, oder? Was wiegt eigentlich so viel? Schon wieder das Essen, was ich dabei habe, oder? Was könnte sonst sein, außer mein Essen? USS Constitution. Keine Ahnung, was hier auf einem Gebäude. Bei solchen Befestigungen muss es hier etwas Wichtiges geben. Okay, wo ist das nochmal? Da. Zum Glück war ich schon fast überall. Kann ich schnell reisen. Ja. Mal schauen, ob was da mich erwartet schon wieder. Welche Gegner? Raider, Mylax, Ghoule. Das ist das. Was explodiert hier? So habe ich halt kein volles Leben. Bier hau ich weg. Weg. Jump. Sehr gut. Ich könnte so verdammt froh sein, wenn ich nun cool wäre. Mein Kumpel ballert da schon Leute ab, ich sehe noch keinen. Das sehen wir gleich. Mach doch sowas nicht. Was denn du? Ich muss da aber rein, ja. Bleib wachsam.
Krass, dass willst sie noch wohl Spielchen mit mir spielen, was? Das war gemein. Wie komme ich da jetzt rein, verdammt? Das sieht doch richtig aus, oder? Patronen. Scheiße. Sie verloren. Ziele haben sich zurückgezogen. Hier habe ich doch vorhin einen erschossen, oder? Durch Fenster, durch Bam. Aber hier sind die voll schwach. Ich wollte ja alles hier drin. Ich meine, das war eine der ersten Missionen hier drin. Wenn ich mich richtig erinnere. Das war auf jeden Fall relativ am Anfang. Einzustehen ist taktisch unklug. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Muss. Es liegt auf jeden Fall an den ganz vielen Drogen. Die armen Leute. Okay, wie komme ich da jetzt rüber? Ah, das sieht noch was aus. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Das ist auch wieder ein Ausgang, oder? Ja. Klo oder was? Tja, hier war ich schon unterwegs, wie es aussieht. Der Haupteingang, jawohl.
Okay, hier muss ich auf jeden Fall nicht hin. Dann gehen wir mal darüber. Ich lauf. Laufen ist gesund. Ich hab was gehört. Scheiße! Weg da. Da steht das Scheißding. Das ist nicht gestorben, Freund, oder was? Komm, 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 komm. Hey, jawohl. Und ich fehle einfach einen Kopf. Nice. Irgendwas nützlich? So brennt da alles auf einmal. So bin ich da nicht gleich reingekommen. Das hätte mir so viel Zeit erspart. Aber jetzt muss ich bestimmt nochmal den halben Park töten hier. Das halbe Firmengelände abballern. Oder? Die Frage so, ja. Hört sich vielleicht seltsam an, aber was hältst du von Gelehrter Halen? Nee, mag ich überhaupt nicht. Zelebriere ich mal schnell das Schiff. Roboter werden gefährlichermäßig beschädigt werden. Wenn beide Arme unbrauchbar sind, stürmen die meisten Roboter auf ihre Gegner zu und starten eine Selbstzerstörungssequenz, bei der sie in einen letzten Angriff explodieren. Was, wenn ich den beide Beine abballer und dann die beiden Arme? Ja, okay, bis dahin ist er tot wahrscheinlich. Der Breitseite ist die Antwort auf die uralte Frage. Würde es Spaß machen, rumzulaufen und Leute mit einer tragbaren Schiffskanone umzunieten? Ja, das würde es. Ich will auch eine Kanone. Das ist die USS Constitution. Keine Ahnung, was sie auf einem Gebäude macht. Ja. Ich repariere sie gerade, Kollege. Dann geht's ab. Dann geht's ab. Es ist eine Ehre, auf einem solchen. Dies ist eine teilweise zerlegte Turbopumpe. Wenn sie funktionstüchtig ist, kann sie extrem starke Triebwerke mit Treibstoff versorgen. Die FLL3 Turbopumpe Kugellager installieren. Jawohl. Du setzt die Kugellager vorsichtig in die Treibstoffkammer ein und baust
dann den Rest der Pumpe wieder zusammen. Danach installierst du die funktionstüchtige Turbopumpe. Nice. Sehr geil, sehr geil. Jetzt schauen wir mal, was ich angerichtet habe. Das ist die USS Constitution. Keine Ahnung, was sie auf einem Gebäude gemacht hat. Weniger Energie am Steuerbord, Bug. Sie läuft schön ruhig, Mr. Navigator. Wenn uns das Glück hold ist, legen wir ab. Dank unseres Helden. Sie haben sich einen doppelten Anteil verdient, Sir. Gut gemacht. War mir ein Vergnügen. War mir ein Vergnügen. Sir, Sie sind es wirklich wert, unserer Jungfernfahrt beizuwohnen. Wir zünden die beiden NX-42-Raketen und lassen uns von ihnen vor diesem fürchterlich langweiligen Ort wegtragen. Die Constitution wird in den Himmel schießen und sanft im Ozean landen. Dann sind wir endlich wieder die rechtmäßigen Verteidiger des Atlantiks. Was hast du vor? Was habt ihr vor? Ziemlich brillant, nicht wahr? Mr. Navigator, prüfen Sie, ob es funktionstüchtig ist. Wir müssen diese Köter bereit machen für Breitseite. Verteidigen. Hinterlist ist alles andere als ehrenhaft, Sir. Schwierig, scheiß Plünderer hier. Mann, wie viele sind denn das jetzt? Oh, Raketenwerfer, ja klar. Ah, der ist auch noch legendär. Übrigens kritischen von mir. Kanonen! Jetzt hier noch. Auch noch. Diesel L1, was ist mit der los? Hören die auch irgendwann auf hier? So bin ich jetzt runtergefallen. So fehlgeschlagen. Das darf doch nicht fehlschlagen, warum? Das kann nicht sein. Abgeschlossen, jawohl.
Du. Davis, Alter. Die Bedrohung ist vorbei. Könnte ich das doch bloß auf von Wunschina behaupten? Captain. Gott sei Dank wurde der Angriff der Plünderer abgewehrt. Nicht einer dieser Schurken hat Fuß auf unser Deck gesetzt. Bereiten Sie den Start des Schiffs vor. Gott sei Dank wurde der Angriff der Plünderer abgewehrt. Nicht einer dieser Schurken hat Fuß auf unser Deck gesetzt. Bereiten Sie den Start des Schiffs vor. Hängt das schon wieder oder was? Der blöde Captain. Warte da. Was willst du? Ich will, dass das Schiff startet. Aber vielleicht startet es, wenn ich hier drunten bin. Ich weiß es nicht. Ob das erst dann startet oder jetzt schon startet. Gott sei Dank wurde der Angriff der Plünderer abgewehrt. Nicht einer dieser Schurken hat Fuß auf unser Deck gesetzt. Bereiten Sie den Start des Schiffs vor. Wirklich durchziehen? Ziehst du das jetzt wirklich durch? Bald werden sich die Plünderer erneut gruppieren. Nun heißt es jetzt oder nie. Wir brauchen Energie vom Hilfsgenerator, um unsere Reise zu starten. Ich fürchte, ich muss Sie ein letztes Mal um etwas bitten. Ist so gut wie erledigt. Ich bewundere Ihren Schneid. Hier ist Ihre wahrhaftig verdiente Belohnung. Viel Erfolg, Sir. Breitseiter, das ist es. Kanonenkugeln hier, 40 Stück, Alter. Da geht's hoch, ich muss aber runter. Ich bin ein richtiger Idiot. Wieso zeigt es mir auch jedes Mal, dass ich da rein muss und dann muss ich da gar nicht rein? Das nervt mich. Das nervt einfach mich. Spiel verarscht mich schon wieder. Was soll ich jetzt machen? Aktiviere die Hilfsenergie. Wo ist diese scheiß Hilfsenergie? Es ist ein... Eine Ehre auf einem solch sagenhaften Menschen zu finden.
verstehe es jetzt nicht. Das ist mir zu kompliziert. Zeigt mir ins Schiff, aber wenn ich im Schiff bin, zeigt es mir nach außen. Warum? Alles gut. Ich habe meinen Fehler gefunden. Ich muss nämlich hier rein. Noch ein Sir, okay. Da liegt einfach ein kleiner Generator. Und Navigator, fahren Sie den Antrieb langsam hoch. Start. Energie im normalen Bereich. Beginne Countdown. 3. 2. 1. Mr. Navigator, starten Sie den Antrieb. Verfluchte Sparkasse! Wir werden hier nicht länger betäubt sein! Wir sind frei! Zwei Strich nach Steuerbord! LOL! Ja, ja! Wir haben es geschafft! Endlich! Der Steuermann meldet, dass wir einen Viertelfaden näher am Atlantik sind. Nach meinen Berechnungen werden wir in gerade einmal einem Jahrhundert den Ozean erreichen. Gute Arbeit! Das ist jetzt ein Witz, oder? Sehr geil, da gehe ich gleich hoch. Aber zuerst beende ich hier mal die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist so geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid in der nächsten Folge auch wieder am Start. Ciao.